Das ist der herabschauende Hunde-Yoga-Position. Und das hier ist der Backflip mit Hilfe. Das gute Turnen hat heute leider alles nichts genützt. Die beiden Teams, die wir hier gerade in Aktion gesehen haben, haben beide hoch verloren. Guten Abend miteinander und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist Backcheck, der Rückblick auf den heutigen Hockeyabend. 5 Matches sind gespielt worden. 3 Gäste haben wir hier bei uns im Studio. Wir haben die beiden MySports-Experten, Michael Liniger und Marco Bührer, bei uns. Und wir haben einen verletzten Spieler, der eigentlich lieber draußen auf dem Eis wäre. Wir freuen uns, dass er da ist, der Christian Marti von der ZSC Lions, ein Verteidiger. Wie schlimm war der Abend, einmal mehr zuschauen? Ja, zuschauen ist wirklich nie lustig. Und vor allem, wenn wir noch verlieren, dann ist es doppelt bitter. Du nimmst es gerade vor Mac. Wir fangen mit eurem Match an. Ihr seid heute in Langnau zu Gast gewesen. Wir haben hier eine kleine Spielerei gemacht, eine Zahlenspielerei, was Langnau angeht. Die haben ja einen unglaublichen Lauf und wir behaupten jetzt einfach mal, der hat mit der Verletzungsrückkehr vom Captain von Pascal Berger zu tun. Ohne Pascal Berger 19 Match gespielt, 22 Punkte geholt, ein Schnitt von 1,16 Punkte. Mit dem Pascal Berger 11 Spiele, 1,91 Punkte. Glaubt ihr, dass es so einen Effekt gibt bei Schlüsselspielern? Ich glaube, dass es so einen Effekt gibt. Ja. Erstens können sie sehr viel Energie in eine Mannschaft bringen, wenn sie zurückkommen, oder? Weil sie sind erholt, sie sind frisch. Aber also auf der körperlichen Seite, das ist klar, er hat ein sehr Herzspiel, viel Energie bringt er auf die Eis. Auf der anderen Seite ist das Emotionale, das er bringen kann, weil er so gickerig ist und er kann die Jungs wieder ein bisschen aufbauen. Er sieht das Spiel manchmal von anderen Perspektiven. Oder das kann er die Jungs dann wieder mitziehen. Und ich glaube, beim Berger ist das so ein Fall. Ob es nur das ist, das ist natürlich, das können wir nicht sagen, aber es gibt den Effekt, ja. Zurückkommen ist er nach der Nazi-Pause. Das könnte der zweite Effekt sein, oder? Dass eine Mannschaft durchschnaufen kann und so wieder zu Schwung kommen. Genau, ja. Sich erholen. Wenn sie ein Blessuren hatten, haben sie sich wirklich können, ja, das auskurieren und dann wieder angreifen. Und ich glaube schon, dass der Pascal Berger einen grossen Input in die Mannschaft bringen kann. Er ist ein Krampfer. Er ist sicher einer, der die Taktik vom Trainer 1:1 umsetzt und somit auch Mitspieler auch mitzieht. Und nebst dem schiesst er auch recht viel Goal. Er ist ein Sniper, schiesst sehr gut. Und ich glaube, in den letzten 3-4 Wochen ist wirklich alles aufgegangen für Langnau. Ja. Der Abend für den Christian Marti, der hat eigentlich ganz gut angefangen, indem nämlich der Z das erste Goal in dem Spiel hat können schiessen. Der Fabrice Herzog hat es gemacht in der 5. Minute. Assist vom Karl. Ja, ich glaube eben, er hat sich dort ein bisschen lösen. Ein schöner Pass vom Künstler, würde ich sagen. Und ja, eben, ich glaube, das Netfront Presence ist wichtig. Goalie hat nicht viel gesehen und dann hat er sich eiskaltiert. Du hast gerade noch gesagt, er hat gestern ein bisschen unglücklich gekämpft, hat keinen Punkt können machen. Da freut man sich auch gerne mit dem Teamkollegen. Ja, ich glaube speziell für ihn. Die ganze Saison ist ihm noch nicht so eingegangen, wie er sie wollte. Und eben gestern eine gute Chance gehabt. Und eben, ich glaube, manchmal bei diesen Stürmern muss es sein. Und dann löst sich der Knopf und dann hoffentlich jeder Match jetzt. Mit dieser Führung ist der Z über das erste Drittel ausgekommen. Nachher dann im zweiten Drittel hat die Aufholjagd von Langnau angefangen. 22. Minute. Lukas Haas mit dem Ausgleich. Genau, da ist nachher Chiba hinter dem Goal führen gekommen. Der Lukas Haas will sie vor das Goal legen, trifft dann den Schlittschuh von Gehrig und sehr unglücklich via sieben Schlittschuhe zwischen den Beinen vom Goalie, vom Lukas Schlegel, nicht Lukas, vom Niklas. Niklas, merci vielmals. Und ja, das war das 1-1 gewesen. Der Start von vielen Chancen, auch von Langnau. Ja. Da sehen wir die Langnauer jubeln. Der Lukas ist der, der noch nicht gar mit tun kann. Der Flühler sollte gleich wieder kommen. Nachher das 2-1 von Alexei Dostoinov. Hat man die Scheibe nicht rausgebrungen. Das heisst, Zürich hat die Scheibe nicht rausgebrungen. Und nachher ist es sehr schnell gegangen. Pass raus. Hier und nachher ein Backhand-Pass. Oder ja, Backhand-Pass-Schuss in der Mitte. Ist sehr schön gemacht und auch gewollt gemacht gewesen. Und für Schlegel keine Abwehrchance hier schlussendlich. Er rechnet auch nicht mit dem. Das war ein sehr überraschender Pass. Der Treffer fällt in der 28. Minute. Die Lions haben nachher nicht mehr reagieren. Was ist deine Analyse? Woran ist es gelegen? Ja, eben, ich glaube, Langnau mit ihrem Trainer. Sie stehen gut defensiv. Sie
also es verhebt, was sie machen defensiv. Und ich glaube, wir müssen einfach schauen, dass wir noch mehr in die gefährliche Zone kommen, dass wir noch mehr Chaos machen vor dem Goal und dann vielleicht noch ein Goal im Powerplay vielleicht schiessen. Das hilft sicher jedes Mal. Definitiv. Der Michael Krein hat den Match für MySports kommentiert. Er hat nach dem Match den Pascal Berger noch kurz zum Interview geholt. Pascal Berger, heute der dritte Serie gegen ZSC Lions. Wie wichtig ist der Sieg heute? Ja, sehr wichtig. Momentan spielt er gegen den Röcherrollen. Wir müssen schauen, dass wir Punkte holen können. Das haben wir jetzt wieder gemacht. Und, wir sind stolz und es tut gut. Jetzt habt ihr im Moment in den letzten 9 Spielen 7 Mal gewonnen. Was ist das Erfolgsrezept im Moment von den SL Tigers? Ja, ich denke, wir probieren defensiv solid zu spielen. Zweikämpfe gewinnen, viel Schlittschuh laufen. Plus, minus klingt es immer relativ gut und es geht uns so recht. Merci vielmals, Pascal Berg, alles gut. Danke, weiterhin. Merci. 7 Siege aus den letzten 9 Spielen. Am Dienstag geht es weiter mit einem weiteren wichtigen Match gegen die Bieler. Das könnte eine gute Endjahresrallye eigentlich werden für die SCL Tigers. Ja, die haben wirklich einen Riesenlauf. Ja. Ich glaube, jeder von der Mannschaft tut sich auch mit dieser Rolle identifizieren, die er überkommt vom Heinz Ehlers. Und das ist auch ihr Erfolgsgeheimnis im Moment, glaube ich, der Team. Ja, ich finde auch, sie machen einen guten Job. Jetzt jeder beit in, also jeder ist voll dabei, setzt das um, was der Trainer sagt. Und ja, sie schiessen auch Goal in letzter Zeit. Das war sicher Anfang der Saison noch nicht der Fall gewesen. Und auch enorm wichtig, dass im richtigen Moment die Goal fallen vorne. Ja. Jetzt auf der Heimfahrtstimmung im Bus. Ja, ich glaube, wäre es anders, wäre es nicht gut. Ja. Ja, da hängt dann jeder ein bisschen seine Gedanken an. Ja, es ist individuell. Ich glaube, der eine schaut einen Film oder ist irgendwo am Handy oder ja, macht eben tut die Ass oder so. Aber das haben die neue Ass-Fraktion? Die sind ja manchmal ein am Aussterben gehört. Gut, solange der Seger bei euch ist, wird immer gejasset. Er hat dort ein Lied und mit dem Schäppi und dem Pius und so, die tun schon jassen. Ja. Sepp dann schon. Lassen wir das Spiel so sein mit der Niederlage von der ZSC Lions in Langnau. Die Langnauer also weiterhin die Überflüger vom Moment. Wir wenden unserem Spiel HCD gegen Lausanne zu. Das war eine verrückte Partie, die am Schluss 2-5 ausgegangen ist. Es ist übrigens der dritte Sieg der Lausanner in dieser Saison gegen Davoser. Gibt es so etwas wie Lieblingsgegner oder umgekehrt Angstgegner? Ja, man sagt das so. Ich glaube, einzelne Spieler haben das. Ja. Mhm. Dass man gerne in jedem Stadion spielt, wo man irgendwie mal 2 Goal hat geschossen oder ein entscheidendes Goal. Als Mannschaft könnte sie, aber ich glaube eher weniger, weil jetzt Lausanne nach Davos reisen und so, ob das jetzt gerade der Lieblingsgegner ist, das würde ich da ein bisschen Frage stellen. Aber ja, vielleicht trifft es sich einfach gut, dass die, so wie die 2 Mannschaften gegeneinander spielen, oder? Wenn irgendwie die Taktik einfach aufgeht, dann kann es sein, dass man gewisse Vorteile hat in diesem Spiel. In der 3. Minute ist das erste Goal gefallen. Der Joel Cinazzi hat es schiessen für Lausanne. Davos konnte dann aber rasch können reagieren und hat wieder können ausgleichen im Powerplay. In der 10. Noah Schneeberger. Schnell gegangen nach dem Face-Off gerade direkt. Und obwohl das der Goalie gute Sicht hat, ist er reingegangen. Es war ein recht harter Schuss. Gewesen. Auch schön über den Schoner. Der Tier so ein bisschen der Heiko-Spot, wo die Goalies haben, wo man sagt, der Tier schießt man Goal, hat er gerade schön getroffen. Ja, es ist auch enorm schwierig, dort runterzukommen. Da muss man wirklich ein bisschen spekulieren, dass er dort hinschießt. Wie erwähnt, heute schon im anderen Match. Ich wollte eigentlich, dass er dort hinschiesst. Dann muss man aber spekulieren, zum runterzukommen. Und er ist jetzt zu wenig schnell gewesen, der Cristobal. Er hat heute übrigens im Stadion einen Haufen Grün gesehen. Das ist die Aktion Green Hope, die für krebskranke Kinder auf krebskranke Kinder aufmerksam macht. Eine sehr schöne Geste, die beide Teams mitgemacht haben. Darum heute einen Haufen Grün, sowohl auf der Tribüne als auch auf dem Eis. Wir machen weiter in diesem Spiel und schauen das Goal von Harry Pesonen als 1-2. Wo gefallen ist in der 2. Minute. Ebenfalls recht schnell vom Face-Off vorgekommen und Chibe im Eck erobert. Und auch der Danielson legt sie hier sehr, sehr schön über. Und für eine Person, so wie er schießt und drauf ist, ist das dann kein Problem mehr gewesen, da reinzutun. Es ist in der 12. Minute gefallen, es war der 2. Assist, den Danielson in diesem Match erzielen konnte. Gernat hat dann in der 14. Minute nachsetzen. Und dann haben wir noch einen sehenswerten Shorthander, den wir uns glaube ich, noch anschauen müssen. Unbedingt, ja. Ja, ich würde auch sagen, da ist er.
Ja, super gespielt da vom Jeffrey, quer über auf den Danielson, den er direkt nimmt. Und auch für den Goalie fast nichts zu heben, außer der trifft ihn per Zufall an den Stock, aber super schön gespielt. Das wäre auch deine Position gewesen, oder? Direkt nee, ja, nein, so schiessen wie der Danielson, das habe ich schon nicht gehört. Also, es hat ein paar in Nazza, die sehr, sehr gute Schüsse haben. Ja. Danielson-Show ist weitergegangen mit dem 1-5. Ja, und da ist er unglücklich dann zwischendurch gewutscht. Ja. Am Gilles N. Und ja, ob jetzt ein 4-1 oder 5-1 steht, ist nicht mehr so wichtig. Aber ja, es war ein optimaler Abend für Lausanne. Vor allem auch speziell für den Danielson. Ja, ja natürlich. Und dann werden wir jetzt noch hören: 2 Goal hat er geschossen, 2 Assists hat er gemacht. Und da ist er. Niklas Danielson, what was the reason for this victory tonight in Davos after the 3 last games? I think we came out really hungry. We said before, we had a long bus ride, but don't have the bus ride for nothing. Come out and make sure we want to play and compete. And I think we were a little bit more hungry than Davos was today. And that was a really important win for us as a group too. So yeah, that was great. For you, it's a really good period in the season. Tonight, 2 goals. Yesterday, you scored. Yeah. I mean, if I can help the team with scoring, I like that. But I think we're a strong group, and everybody has to be part of it. And if you block shots, if you hit guys, or if you get pucks out, I mean, every guy in the team helps us with something. So today, I think we did a hell of a job. So that was a great win. Thank you, Coach Anne. Thank you. Thanks. Ja, so also muss man das machen. Wenn man einen Haufen Goal geschossen hat, dann muss man sagen, alle anderen haben ihren Job auch super gemacht. Es hat solche, die Blocks machen, es hat solche, die Checks machen. Ich bin der muss Goal schiessen, das ist meine Rolle. Es haben heute alle ihren Job super gemacht. Das Fazit von Danielson. Und er hat sich den Sieg eigentlich erklärt, indem er sagt, wir sind heute schlicht und einfach hungriger gewesen als Davoser. Erklärbar nach 3 Niederlagen. Eventuell, aber man muss auch sehen, Davos hat natürlich schon gewichtige Ausfälle. Sie haben mit 2 Ausländern nur gespielt. Einer davon ist so Ersatzausländer, kurz noch gekommen. Und Félicien Dubois fällt auch noch hinterher. Also sie sind schon sehr dezimiert, der Tiermannschaft, das muss man sehen. Aber Lausanne hat sich den Sieg verdient, das ist ja so. Und beim Niklas Danielson ist offenbar die Juniorenzeit schon lange her, 18-stündige Busfahrt. Er hat gesagt, er hätte eine lange Busfahrt gehabt von Lausanne auf Davos. Und das hast du anders erlebt, gell? Ja, mit Genf haben wir auch. Sind das 6 Stunden? Das ist auch etwas lange, es hängt schon an. Ja, das ist schon ein bisschen Spaghetti-Bein am Anfang. Spaghetti-Bein, aber nie mehr 18 Stunden seit deiner Juniorenzeit. Den würdest du nicht mehr wollen, oder? Ja, wenn du nicht spielen musst, wenn du vielleicht noch zuerst schlafen kannst, dann würde ich es nehmen, aber gerade direkt am Match ist. Komm, sag uns noch schnell, wie der Bus ausgesehen hat. Das war ein wahnsinniges Vehikel wahrscheinlich, wo wir alle gerne 18 Stunden gefahren wären. Ja, eben, es ist halt einfach so, bei uns im Bus hat es ein Viertisch und dort sind alles Viertisch gewesen und dann hat man ein Bett runterlassen und aus dem Viertisch 2 Bett machen und dann hat eigentlich jeder Sitzplatz auch ein Bett gehabt. Also es ist nicht einfach ein Hocken wie im Postauto. Ja. Ziemlich komfortables Reisen. Das ein kleiner Exkurs, so viel zum Match Davos gegen Lausanne, wo 2-5 ausgefallen ist. Falls euch übrigens mal ein Goal fehlt, das wir euch hier im Backcheck nicht zeigen, dann findet ihr alle Goals auf unserer Website mysports.ch. Wir machen weiter mit HC Ambri Piotta gegen SC Bern. Da haben wir das 0-1 gehabt, wo der Bodemann geschossen hat. Nachher der Ausgleich vom D'Agostini, das im ersten Drittel. Nachher steigen wir gerade ein im zweiten Drittel mit dem 1-2 Powerplay Gaetan Haas. Sehr guter Double Screen hier. Der Haas, wo er sieht, dass der Blum schiessen kann, ist er ebenfalls noch vor dem Goalie durchgefahren, wo der Bodemann schon gestanden ist. Und der Rebound, hier sieht man es gut, wie er kommt. Und der Rebound, den Bodemann konnte überlegen mit dem Fuß und er das leere Goal für den Haas. Schön ausgespielt gewesen. Das war 1-2, ein Powerplay-Goal. Es ist weitergegangen mit einem weiteren Powerplay-Goal. Special Teams ziemlich entscheidend in dem Match. Lukas Lotak hat das Goal können erzielen innerhalb vom zweiten Drittel, 36. Genau, auch hier jetzt im Powerplay. Man sieht, er wird ihn überlegen auf der Rechtshände, die dort steht. Und dann geht sie am Lotak an Schlittschuh an und wird so ins Goal abgelenkt. Ich würde jetzt nicht sagen, ein eingestudierter Spielzug, aber doch sicher verdient auch der Ausgleich, weil andere haben viel gemacht für den Match und sind jetzt da wieder voll im Spiel gewesen.
Da hatten wir noch den Heisen gehabt, ja. Der Hinger, der wo Backdoor ist gestanden, der Rechtsschütz wäre aber der Heisen gewesen, der von Anschau an ausgelehnt ist zu Ambri. Dann die Reaktion zwei Minuten später von Bern. Oh, auch hier wieder ein sehr guter Schuss. Der ist jetzt, ganz gesehen nichts. Das ist ein Schuss, der wieder über den Schonen geht, knapp am Goldpfosten vorbei. Also es ist optimale Höhe und ein sehr guter Schuss von Raymond. Der andere Spieler probiert so rauszukommen in Schuss, aber hat die Möglichkeit, auch nicht mehr zu blocken. Er kommt nicht mehr in die Schusslinie ganz her. Und das ist schwierig für einen Goal. Er hat nichts mehr gesehen vor dem Goal. Und dann ist er drin. Der Mason Raymond hat den SCB zum dritten Mal in dem Match können in Führung schiessen und Ambri hat Moral bewiesen und hat einmal mehr können reagieren mit dem Nick Plastino, der den Ausgleich geschossen hat. 49. Im Powerplay, man sieht schön, dass sind fast vier Spieler in der Linie zwischen dem Böck und dem Goal oder dem Goalie. Und auch der Schuss ist natürlich sehr platziert. Ich glaube, das sieht man dann nachher auch noch in der Hintertorkamera, wenn man die Einstellung haben, ist wirklich oder von hier. Ja, er ist einer, der einen sehr, sehr guten Schuss hat. Das hat man schon x-mal jetzt gesehen in dieser Saison. Und das hat er da wieder unter Beweis gestellt. Sehr platziert, wie er da oben hingeht. Und für den Genoni unmöglich zu heben. Außer er würde oben schauen. Und, aber das. Nein. Er winkt ab. Nein, überhaupt nicht. Wenn ein neuer Spieler in die Liga kommt, Nick Plastino zum Beispiel, wie viel grübelst du über die neuen Spieler, die kommen? Wie viel weißt du, wenn du das erste Spiel hast gegen die? Ja, es ist eine gute Frage. Je nachdem, also, ich muss ehrlich sein, ich weiss meistens nicht viel über die. Es gibt, es passiert etwa, dass ein eigener Ausländer so schon mal zu tun hatte mit dem oder dass er irgendwie gegen einen gespielt hat oder mit und so und vielleicht so ein bisschen weiss, wie gut er ist oder was seine Stärken sind, aber ja, ich glaube, es hat wirklich viel Kanadier und Amerikaner und Schweden. Da kann man nicht. Ach, kann man nicht alle kennen? Logisch nicht. Einen kennst du ganz bestimmt schon länger, den Erik Blum. Und das ist der, der die Entscheidung beigeführt hat in dem heutigen Spiel, 61. Minute. Die Verlängerung ist nicht alt geworden. Wir schauen rein. Ja, sehr schöner Pass vom Haas da auf den Blum. Der kann einfach nur den Stock anheben. Und ja, dann sind die zwei Punkte aus der Valasche schon gestohlen worden. Ja. Sehe ich auch mit dem Haas, Blum und Bodemann hat Bern natürlich drei läuferisch extrem gute Spieler auf dem Eis gehabt. Es ist nicht so einfach, das zu verteidigen. Sie sind alle sehr kreativ. Plus eben läuferisch so gut und das ist natürlich schwierig. Du sagst gestohlen. Ja, ich habe jetzt. Ambri hat wirklich super Moral bewiesen. Er hat dreimal Führung wieder ausgeglichen. Und ich eigentlich vermutet innerlich, dass jetzt Ambri den Match macht, aber ja, das war jetzt die Antwort von einem starken Team, wo der wirklich ja, nochmal vorlegen konnte. Und da es in der Verlängerung war, war das der Schlusspunkt von dem Match. Lassen wir noch schnell rein, wie die Befindlichkeit des Coach von Ambri ist nach dem Spiel. Luca Cereda. Luca Cereda, eine 3-4 Niederlage gegen den SC Bern. Dreimal lag Ihre Mannschaft im Rückstand. Wie fällt Ihr Fazit aus nach dieser Partie? Ja, es war ein gutes Eishockeyspiel. Wir haben ein wenig gezittert am Anfang. Wir haben zu viel Respekt, aber nach unserem ersten Goal haben wir, denke ich, am gleichen Niveau gespielt. Und so müssen wir spielen. Ein paar Details haben das Spiel entschieden, aber der Weg ist der richtige, müssen wir weiter kämpfen. Sie sprechen den Weg an. 31 Partien sind gespielt. Ihre Mannschaft steht auf Rang 11. Wie beurteilen Sie die Entwicklung Ihrer Mannschaft? Und steht Ambri da, wo es hingehört? Ja, ich glaube schon. Wir haben vor der Saison ganz klar gesagt, was unsere Ziele sind. Das ist Liga Erhalt. Und wir haben eine sehr junge Mannschaft im Moment. Und wir sind zufrieden. Wir müssen jeden Tag kämpfen und arbeiten. Und einen kleinen Schritt nach vorne machen und wir sind wir verstehen, dass es schwierig ist, dass es ein langer Weg ist, aber wir sind sicher, dass dieser Weg richtig ist für diesen Club. Luca Cereda, vielen Dank. Danke. Ja, der Luca Cereda, der für das neue Ambri steht und der da sehr pragmatisch einordnet, wo er seine Mannschaft sieht. Ich glaube, das ist sehr wertvoll, wenn man bedenkt, dass jetzt eigentlich das Dümmste, was passieren könnte für Ambri, wäre, wenn Hektik entstehen würde.
Und er strahlt eigentlich eine extreme Ruhe aus. Ja, ich habe so das Gefühl. Eben, ich glaube, ihr Weg, den sie jetzt angefangen haben, vor dieser Saison, ist glaube ich, der richtige Weg für Ambri. Und es ist wichtig, dass sie auch genug Geduld haben. Jetzt der Coach, wie man hier sieht, er hat Geduld. Vielleicht wird er im Training nächste Woche nicht so ruhig reden, wie er jetzt hier redet. Heute Abend haben sie ein gutes Spiel gezeigt. Aber es ist auch wichtig, dass die Leute drumherum, oder die Geld geben, so, dass die auch ruhig bleiben und den Weg mit ihnen gehen. Das finde ich wichtig. Oder? Weil das ist so ein Langzeitprojekt dort hier in Ambri. Und wenn es jetzt halt dieses Jahr eben nicht für Playoffs langt, dann langt es nicht, aber das Wichtige ist, dass man oben bleibt und dass man dort etwas aufbauen kann. Wie geduldig ist die Gruppe rund um den Präsident Filippo Lombardi? Ich kenne die nicht persönlich, aber ich glaube auch, dass man auch von ihrer Sicht gesehen hat, dass das ein guter Weg ist, den sie eingeschlagen haben. Und sie sind wirklich immer drin. Also, logisch, vor zwei Matchen haben sie hoch verloren, aber bis dahin, das war mal eine Ausnahme gewesen, sind sie wirklich dabei. Sie haben heute einen sehr guten Match gezeigt. Also, ich denke auch, dass die Leute das auch sehen, die Sponsoren dort unten in Ambri. Und, ja, sie spielen wirklich mit Herzblut, sie kämpfen und da können sie etwas aufbauen. Es wird sicher nie eine Mannschaft sein, die nachher wird oben mitschwingen wird, aber dass sie sicher länger können und Playoffs spielen können. Das denke ich schon. Christian, du hast schon gegen sie gespielt in dieser Saison. Wie würdest du ihren Charakter beschreiben? Ja, sie sind eine sehr kämpferische Mannschaft. Sie sind die junge Wilde, die sie wollen und sie kommen hart. Sie haben eben mit dem D'Agostini und mit Ausländern haben sie auch erfahrene Spieler, die wissen, wie es geht. Und ja, eben, ich glaube auch ein bisschen, man kann dem Duca ein bisschen Kredit geben. Oder? Er ist letzter hat er noch gespielt, er weiß, was vielleicht ein bisschen gefehlt hat noch. Er ist näher an der Mannschaft und so. Und ich glaube, das ist sicher nur ein Vorteil für die Mannschaft. Ja. Wir würden jetzt weitermachen mit dem Match HC Lugano gegen Fribourg-Gottéron. Wir haben vorhin über die Tigers geredet, die gerade so ein bisschen im Höhenflug sind. Da sind wir auf der Gegenseite angelangt, wenn wir von Fribourg reden. Wir haben mal die Tabellenentwicklung der Friburger versucht aufzuzeigen. 7.12. bis 16.12. Das ist ziemlich rapide durchabgegangen. Wie schätzt ihr die Lage bei Fribourg? Was ist da los? Sind sie am Anfang überverkauft und jetzt wird korrigiert? Oder wie seht ihr es? Ja, ich würde sagen, ja. Also, die haben super stark gehabt, haben das aber auch verdient. Aber ich glaube, die Gegner waren nicht so parat auf Fribourg. Ich habe die schwächer eingeschätzt. Sie haben gut gespielt und jetzt zahlt man den Preis. Jetzt sind die Mannschaften besser eingestellt auf Fribourg. Mark French macht aus meiner Sicht einen guten Job. Aber jetzt, jetzt sind sie in einer Abwärtsspirale rein. Sie haben das Zeit lang das noch mit 2-3 Siegen können. Hat man gedacht, das sei der Turnaround. Aber so wie es jetzt im Dezember läuft, ist nicht optimal für sie. Und dennoch sind sie noch über dem Strich. Sie haben alles noch selber in der Hand. Ich bin gespannt, wie Sie jetzt reagieren auf die paar Niederlagen. Holen wir doch noch eine Stimme aus dem Stadion rein. Thomas Rottmeier hat den Match für uns kommentiert. Wir hören rasch, was er für einen Eindruck hat von Fribourg. Ja, innerhalb von einem Monat sind Lugano und Fribourg-Gottéron sich da in der Ressega zweimal gegenübergestanden. Und schon das letzte Mal konnte Lugano 2-0 führen. Und das nicht über die Runde bzw. den Vorsprung nicht verwalten können. Mark French hat nach dem 0-2 sein Timeout genommen. Und das hat die Wirkung nicht verfehlt. Fribourg-Gottéron konnte noch im ersten Drittel das Spiel ausgleichen. Und dann ist es ein zweites, ein ganz kurioses Drittel gekommen. In den ersten 3 Minuten Fribourg-Gottéron Dauergast in der Zone des HC Lugano. Hat es aber nicht geschafft, das erste Mal in diesem Spiel in Führung zu gehen. Und auf der anderen Seite da hat sich die Klasse der Schweizer Stürmer beim HC Lugano ausgezahlt. Der HC Lugano hat im zweiten Drittel 7 Schüsse aufs Goal von Ludovic Weber gebracht. Und 4 davon waren drinnen. Am Schluss hat es ein deutliches 8-2 für den HC Lugano gegeben. Am Schluss noch eine unschöne Szene, rund 2-3 Minuten vor Schluss. Der Devos, wo Damien Brunner an der Hand trifft. Nach ersten Informationen sei nichts gebrochen, nichts kaputt gegangen. Und es sieht so aus, als wäre Damien Brunner da mit dem Schock davonkommen. Das ist die Einschätzung von Thomas Rottmeier und die Szene, die er gerade angesprochen hat, die haben wir rausgesucht, werden wir später noch anschauen. Wir wollen jetzt einsteigen in den Match. Der Julian Walker hat das erste Goal geschossen in der 3. Minute. Der Ludovic Weber ist nach 3 Minuten schon zum ersten Mal bezwungen worden. Seht da wieder Sebastian Roy das Face-off gegen vorne spielt, was ungewohnt ist und die Friburger ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Und dann bei Abwehr ja, hat der Weber ein bisschen Problem und der Walker profitiert von dem.
Also, sieht natürlich gar nicht glücklich aus. Ist eine blöde Situation auch für den Goalie, wenn man nicht weiss, wo die Scheibe ist, was macht man jetzt? Am besten ist, man macht nicht viel und hofft, dass der Verteidiger kommt und dass die Scheibe irgendwie unter dem Schoner bleibt. Es war ein Doppelschlag, nur eine Minute später kann der Lapierre auf 2-0 erhöhen. Ja, der Lapierre macht gut Druck auf das Goal und kann nachher den, oder das Schüsseli schon fast, kann man sagen, vom Verteidiger von Lugano ablenken. Und durch das wird er nachher wie unhaltbar für einen Goalie. Ja, das ist losgegangen. Lugano 2-0 vorne. Mark French hat das Timeout genommen, genützt hat es. Der Jim Slater hat den Anschlusstreffer können schiessen. Und nachher ist auch innerhalb des ersten Drittel noch der Ausgleich gefallen. Der André Bückhoff hat uns zum 2-2 getroffen in der 13. Minute. Sie haben die Box von Lugano schön auseinandergezogen und haben nachher gut abgeschlossen vor dem Goal. Haben nachgesetzt, vor allem auf den Rebound. Das Goal ist sicher verdient und recht schön rausgespielt gewesen. Ja, gut, sie haben auch ein bisschen Glück gehabt, dass der Schuss wird jetzt blockiert. Spickt gerade den Bückhoff von Flint und der kann sie schön hier tun. Aber ich denke auch, der Freiburg hat Moral gezeigt, ist wieder retour auf 2-2. Und Lugano hat nachher dann schon, glaube ich, aufgedreht und zeigt, dass sie eine grosse Klasse haben. Hast du so eine Deutlichkeit heute Abend erwartet in diesem Spiel? Ja, ich glaube, das Resultat ist recht hoch. Das erwartet man eigentlich nie beim Hockeymatch, vor allem in dem Jahr, wo eben die Liga relativ ausgeglichen ist und alles so nah beieinander ist. Ja, so ein höchstes Resultat kann man nicht erwarten. Es ist weitergegangen für den HC Lugano im zweiten Drittel mit dem Gregory Hoffmann, der zum 3-2 konnte treffen in der 25. Ärgerlicher Scheibenverlust natürlich von Fribourg, oder Tia? Also ihre Vorwärtsbewegung, alle sind eigentlich in Vorwärtsbewegung und dann so schlechter Pass abgefangen von Lugano. Und dann, also schön rausgespielt, das haben wir vorhin schon gehört, das ist auch der Klasse von den Stürmer von Lugano. Ja, Tic-Tac-Toe oder hin und her, und das ist etwas, was für den Goalie Gift ist. Da muss man schauen, dass die Verteidigung irgendwie schaut, dass die Querpässe einen kann es mal geben, aber dann gerade noch retour, das ist dann schon, da muss man sich strecken als Goalie. Und dann, nur 21 Sekunden nach dem 3-2, fällt das 4-2 durch den Alessio Bertaccia. Ja, das ist jetzt schon die zweite unglückliche Situation für den Ludovic Weber, der heute Abend sicher nicht den besten Abend eingezogen hat. Und da ist ganz knapp ist die Scheibe. Wir haben es vorhin gesehen, sie berührt die zweite Linie hin. Bedeutet, die Scheibe ist ganz über der Linie und somit ein Class-Goal. Die Schiedsrichter sind sich diese Szene noch ganz kurz anschauen, haben das Goal natürlich gegeben. Und damit war dann irgendwie auch Moral ein bisschen gebrochen von den Freiburger. Das haben sie nicht mehr stemmen. Ja, eigentlich haben wir das Gefühl nach dem 2-2, aber sie sind sehr Aufwind und sie kommen nochmal. Aber jetzt so Goal, eben, es ist schärfer für die Mannschaft da, oder? Wenn man zurückkommt und man fightet und dann bekommt man so Goal. Aber es ist halt schon ein bisschen selbstverschuldet. Die Arbeit in der eigenen Zone war einfach zu wenig gut gewesen von Freiburg. Und da kann man nicht nur dem Goal in die Schuld geben. Das ist jetzt bei diesem Goal vielleicht schon seine Schuld. Aber schlussendlich hat glaub, die ganze Mannschaft nachher hinterher auch nicht so verhaben, wie sie hätten müssen. Jetzt haben wir noch ganz kurz die Szenen aufgegriffen, die Thomas Rottmeier angesprochen hat, wo Damian Brunner involviert war. Ein Stockschlag in der 57. Minute. Wie seht ihr diese Szene? Ja, der Damian kommt mit viel Speed und so. Und der andere sieht, wahrscheinlich das noch als letzte Notbremse irgendwie. Aber eben, wenn er ihn genau zwischen dem Ellbogenschoner und dem Handschuh trifft, dann tut das wirklich weh. Und ja, es ist. Nicht mega schön am Schluss vom Spiel noch so etwas. Kevin Kühn ist es gewesen. Siehst du ähnlich? Ja, klar ist es unnötig, aber ich sehe es auch nicht so, dass er voll hat irgendwie reingeschlagen oder so. Aber wie gesagt, wenn es nicht trifft, zwischen dem Handschuh und dem Ellbogenschoner, tut es weh, oder? Aber ich sehe es da nicht ein grobes Vergehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das glaube ich auch nicht. Er hat nicht. Ich denke nicht, dass er ihn nicht verletzt will. Er hat wahrscheinlich will den Stock treffen und einfach nicht getroffen. Ja, und ich glaube, für den Brunner war es ein Déjà-vu an dieser Stelle, dass es so abgeht, oder? Er war sehr wütig in dieser Situation. Ja, er hatte ein paar Mal jetzt Verletzungen gehabt und der reagiert, tut man vielleicht manchmal schon ein bisschen überreagieren. Ich wollte ihm da nichts unterstellen, aber wie er gesagt hat, es tut weh. Das ist so. Und bei ihm sind vielleicht andere Bilder abgegangen als bei uns. Das ist so. Aber hoffentlich ist ihm nichts passiert, dass er wieder spielen kann und dass er gesund bleibt. Das ist das Wichtigste. Wir wollen noch eine Stimme reinholen, und zwar haben wir ein Interview mit dem Mark French.
Mark French, your team was trailing twice in this game. What did you see the reasons why a second comeback wasn't possible? Well, that obviously it was nice to come back in the first after those two early goals, but you know, you have a feeling as a coach. I thought our structure defensively, though, it's been very good all year. I thought it let us down tonight. You know, we had the inability to slow them down through the neutral zone and to really clog up that area, which allowed them to generate a lot of offense in the second and third. You had nine more shots than Lugano in this game. Was it just the individual skills that made the decision in this game? Well, I think that would be something that would be evaluated. I look at it from our perspective. I give them full value for the talent they have, but I think structurally there were things that we could have done a lot better. 2 points in six games. Now you need a quick turnaround. How you make so? Well, I think short memories. You know, in some respects, we wanted to respond from a game last night that didn't go our way. I thought in some respects we did some things well, but not enough. But as you mentioned, it's a quick reset for Tuesday. We've got a game against Lausanne, and we've got a busy schedule until the Christmas break. Der Mark French mit seiner Analyse von dem heutigen Spiel. Er sagt unter anderem, das mit dem Schussverhältnis, das müssen wir noch ein bisschen neuer analysieren. Da können wir noch nicht viel mehr dazu sagen. Dann hat er als ein Faktor gesagt, sie hätten es heute nicht geschafft, defensiv ihre Arbeit zu machen. Sie waren sonst sehr solid gewesen, heute allerdings nicht. Die neutrale Zone hätten sie nicht in den Griff bekommen. Und nachher sagt er noch zu der Ausbeute von 2 Punkten aus 6 Spielen, zum Glück habe ich ein Kurzzeitgedächtnis. Das ist wahrscheinlich der beste Begleiter, ein Kurzzeitgedächtnis in solchen Phasen, oder? Auf jeden Fall. Also das ist auch bei den Spielern so. Und wenn ein Trainer das auch mal so kann, ja, das war jetzt mal eine höhere Niederlage gewesen, vergessen, am Dienstag geht es weit und er hat es angetönt. Es kommt ein Los an, wo auch unbedingt muss punkten. Also das ist ein riesiger Kampf da um die Playoffs. Und ja, wenn man da lang diesen Niederlagen nachdauert, natürlich muss man schauen, was man besser machen kann, aber das ist jetzt nach dem Spiel ziemlich klar. Defensivverhalten ist sehr schlecht gewesen und da können sie sich verbessern und das werden sie am Dienstag sicher auch machen. Wenn zum Schluss noch über Kloten gegen Biel reden, das ist das Duell von den beiden dienstjüngsten Clubtrainer in der National League, das Duell von Kevin Schläpfer und vom Antti Törmänen. Wir wollen Oliver Franzen fragen, der hat den Match kommentiert, was er für einen Gesamteindruck hat. Kloten gewinnt also das Knappspiel gegen Biel im Penaltyschiessen. Sag nicht mehr bitte. Das ist gemein, oder? Dann muss man ein Stand-up aufzeichnen, so heisst das. Danke vielmals, Oli Franzen, dass du das gemacht hast. Und nachher zeigen zu einem, dass man zweimal probieren musste. Das kommt in der besten Familie vor. Wir schauen mal schnell, ob wir den neuen Einstieg finden. Wir sagen nochmal, bitte Oli, sag uns doch, was Kloten ist dein Eindruck? Knappen Match gegen Biel im Penaltyschiessen. Der Kevin Schläpfer gewinnt gegen den Antti Törmänen. Ja, und apropos Coaching und Trainer, der Antti Törmänen, der hat sich eigentlich vom zweiten Drittel an besonders um seine Mannschaft gekümmert, hat viel mit den Spielern geredet und hat damit sicher auch gewisse Anteil gehabt, dass eben Biel in dem Match zurückgekommen ist. Ja, und auf der anderen Seite, der Kevin Schläpfer, er hat dann nach dem Match gesagt, er habe ganz einfach jeden Wechsel, jeden Pfiff genutzt, um eben einen Wechsel zu vollziehen. Er hat schnell durchgewechselt, weil er Angst hatte, dass seiner Mannschaft langsam das Benzin ausgeht. Ja, die Taktik ist aufgegangen. Am Schluss gewinnt also der Kevin Schläpfer gegen den Antti Törmänen. Der Oli Franzen mit seiner Spielzusammenfassung. Wenn wir das Spiel aufrollen, dann haben wir mit dem Goal von Praplan das Ganze angefangen. Dann hat Steve Kellenberger noch im ersten Drittel können nachdoppeln und hat zum 2-0 getroffen. Er hat sich gut nachgesetzt, Schieber erobert. Biel ist durch das recht tief in die Zone gestanden. Und der Steve Kellenberger hat das dann ausgenutzt, um Schieber aufs Goal zu bringen. Und ja, sie ist irgendwie auch abgelenkt noch reingerutscht. Ja, einmal mehr. Einfach ein Schuss von hinten, ein bisschen Verkehr vor dem Goal. Und so passieren Goal heutzutage. Das ist meistens nicht mehr sehr schön ausgespielt, aber sie müssen rein. Und das ist das Einzige, was jetzt hier zählt. Die zwei Bieler vorne, die Flügel, wollten blocken, sind spät gekommen und die Scheibe ist durch. Und für den nachher, für den Goalie Hiller, sieht unglücklich aus. Aber wenn man halt einfach nichts sieht, dann ja, ist die Chance auch da, dass man sie nicht halten kann. Kloten hat zu dem Zeitpunkt vermeintlich alles im Griff und nachher kommt das zweite Drittel. Es ist ja schwierig, eine Erklärung zu finden, eine Mannschaft im Zustand von der Kloten. Er ist da wahrscheinlich auch nicht gefeit davor.
Ja, ich habe das Gefühl, sie bekommen eben recht viel einfache Goal, oder? Sie machen auch viele Fehler in ihrer eigenen Zone, zum Beispiel, wo einfach dem Gegner zu viele Chancen gibt, zum Goal zu schiessen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen ihrem unerfahrenen Team zuzuschreiben, oder? Sie haben wirklich jetzt viele Juniorenspieler oder noch junge Spieler, die einfach den nächsten Schritt jetzt der Team müssen machen müssen. Und Kloten kann hoffen oder muss schauen, dass die den Schritt jetzt auch machen in den nächsten eineinhalb Monaten. Und nachher wird es dann hart. Dann darf man sich das nicht mehr loben. Christian, bist du schon mal in so einer verzwickten Situation gewesen, wie jetzt die Kloten? Ja, ich glaube, so Straub habe ich es noch nie erlebt. Aber ja, ich bin mit Genf sind wir auch lange um den Strich herum gewesen. Wir haben dann schon Playoffs geschafft. Aber ich glaube, ja, auch dort um den Strich, das ist immer her zum Spielen. Und eben jetzt Kloten, für die ist es sicher auch nicht wirklich einfach. Bist du in der Region aufgewachsen, hast dein erstes National League-Spiel für Kloten gemacht? Wie fest bist du noch verbunden mit der Region? Ja, ich wohne immer noch eigentlich dort in der Nähe, nebenan, weil ich einfach in Zürich spiele. Oder? Ja, aber ich meine, ich kenne Leute dort, ich habe immer noch zu tun mit den einen, zwei. Und, ja, ich habe doch eine Zeit lang dort gespielt, für die Juniorenabteilung dort gemacht. Aber ich glaube, ich bin mit Leib und Seele jetzt in Zürich. Ja, hoffentlich. Das ist, ja, es ist schön gewesen, aber jetzt ist wirklich Zürich. Wir haben uns heute zurückerinnert an die National League Premiere von Christian Marti, wo der Michael Liniger quasi der Götti war, der ihm den Scheitel gestreichelt hat. Kannst du ihm noch gute Ratschläge geben? Ja, also ich habe es probiert wenigstens, aber es ist schön, dass er sich noch daran erinnert. Für mich ist es ein bisschen länger her. Halt. Und man hat auch viele Spieler gesehen, die kommen und dann auch wieder sind gegangen. Und so. Aber es ist schön, wenn man den Jungen helfen kann. Ich glaube, das gehört auch bei den Routiniers dazu oder bei den Leaders der Mannschaft, dass man probiert, die ein aufzubauen oder eben vor dem ersten Spiel ein zu sagen, hey, bleib locker und so, probiere einfach das Beste. Und wie du hast ja gesagt, Krieg, du hast es nicht so genutzt. Das ist, ja, eben, ich glaube einfach, das ist, wenn man das erste Spiel hat mit 18, dann müsste wahrscheinlich viel passieren, dass ich nicht nervös gewesen wäre. Oder? Und, es ist sicher schön gewesen, wenn da einer, der weiss, wie es läuft, auf die Schulter klopft und sagt, hey, ja, nimm sie ein, es ist wirklich ein Hockey-Match und so, aber ja, mit 18 ist das halt schon noch ein Big Deal, oder? Ja, klar, easy nehmen hat es heute Kloten nicht können. Sie sind mit einer vermeintlich komfortablen 2-0-Führung ins zweite Drittel gegangen und dann ist der Anschlusstreffer gekommen für den EHC Biel in der 32. Minute. Forster schiesst von hinten und Chantre lenkt ab. Ja, sehr gut gemacht. Da haben wir wieder Traffic, also sehr viele Leute vom Goal. Chantre hat den Stock dort im eher höheren Slot sozusagen und kann sehr schön ablenken. Das ist sehr schwierig für einen Goalie, wenn es so einen extremen Richtungswechsel gibt. Ja, da sieht man es gerade nochmal. Das 2:1 in diesem Match. 4 Minuten später dann ist der Ausgleich oder Jason Fuchs. Schon Chibe behauptet in der Zone von Kloten. Und dann, ja, es ist eigentlich noch einmal das gleiche Goal. Das Mal war einfach der Ablenker nicht mehr hoch gewesen. Er ist nicht tief zwischen den Beinen, aber wieder viel Verkehr. Und der Stock vom Fuchs ist eben auch gesucht worden, der Tier. Das ist spannend, oder? Der Verteidiger schießt nicht in den, der den Blockshot machen will, sondern er probiert nebendurch irgendwo etwas zu finden, oder einen Stock zu finden, der die Scheibe ablenken kann und dass sie hineingeht. Ja, und ich glaube, wenn der Wetzel vor einem steht, dann sieht man nicht mehr viel. Eben. Und auch als Verteidiger ist es schwierig, den wegzustossen. Ich habe jetzt gesehen, der Beckmann hat wirklich versucht, eigentlich nur noch seinen Stock zu kontrollieren. Weil wir haben vorher in Ambri gesehen, dass wenn man dann als Verteidiger auch noch vor das Goal geht, dass man dann eben noch mehr Sicht nimmt. Und, ja, dann ist sie. Aber eben, wenn der Wetzel vorne dran steht, dann sehen wir wirklich nicht. Definitiv. Es hat keine weiteren Goal mehr gegeben im laufenden Match. Wir haben den Overtime gesehen. Ohne ein Goal. Das Ganze ist ins Penaltyschiessen gegangen. Und dort Toni Raiola, wo er angelaufen ist. Was haben Sie gedacht? Ja, ich war letztes Mal im Studio, als wir es diskutiert haben. Und er sein YouTube-Hit gelandet hat. Also, One-Hander bringt er wahrscheinlich nicht mehr und so. Aber vielleicht täuscht er ihn ja und er zieht ihn auf eine Seite. Und ja, wir können ihn vielleicht jetzt mal anschauen. Es war die richtige Prognose, da haben wir ihn. Ja, super schön antäuscht. So wie in Bern gegen den Genoni. Er denkt, oh, jetzt luften. Und nachher zieht er ihn über auf Vorhand. Und,
Ich glaube, der Bolzhauser hat gewusst, dass er den mal gemacht hat, den Trick, und nachher macht er genau alles wieder gleich und ja, doch nicht und zieht ihn über und ist auch selber überrascht gewesen. Und ist aber knapp gewesen, er ist doch auch übergekommen, also von dem her hat er es gleich gut gelesen. Der Michael war schon da, als Raiola den super Penalty versenkt hat. Wie viele Mal hast du ihn angeschaut? Ich habe den schon zwei, drei Mal gesehen. Nicht können glauben. Vor allem, es war die Entscheidung. Und dort normal machst du nicht so Tricks. Wenn es wirklich zählt, dann machst du das, was sehr gut. Natürlich kann er den sehr gut, aber der ist auch riskant. Oder? Wenn er nicht umbringt, sieht das lächerlich aus. Oder? Aber ja, sehr schön gemacht. Aber ich bin auch mal so. Ja, überlistet wurde vom Linus Omark, der mich auch mal überlobt hat. Und das ist nachher dann auch ziemlich durchs Netz und im YouTube auch sehr viel mal angeklickt worden. Wie bist du so Zeug im Training? Ja, wir machen immer Penalty-Schüsse vor also im Match laufen, oder? Und dann ich mit dem Sam Guerra sagen wir immer, ja, und buchst und so. Und also wir sagen schon immer, wir buchen, aber dann probieren wir ein bisschen Zeug aus. Er ist gut, muss sagen, er hat seinen Move und ich, ja, ich habe ab und zu meine Phasen, die ich ein bisschen mache, aber ja. Je nachdem. Sehr schön. Die Entscheidung heute hat Tommy Santala herbeiführen mit seinem Penalty, wo der Kloten noch den Zusatzpunkt gebracht hat. Du kennst ihn am besten, gell? Ja, eigentlich gemeint, er geht Backhand, so richtig hart Backhand und dann rauf. Und hier sehen wir eine kurze Schulter fallen und er wollte ihn wirklich zwischen die Beine schieben. Und es ist der dritte Penalty, den der Hiller heute zwischen den Beinen bekommen hat. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht beim Goalie-Scouting gesehen haben. Vielleicht, dass ich weiß nicht, ob das er gerne zwischen den Beinen etwas durchlässt oder so. Das kann auch möglich sein, weil es ist schon fast auffallend, dass fast jeder zwischen den Beinen ist durchgegangen. Ja, das ist sicher aus meiner Sicht auch eine Schwäche momentan von Jonas Hiller, obwohl er jetzt einen super Lauf hat. Aber es ist halt auch sein Spielstil und er hat das schon in Davos oben gehabt, dass er nie den Stock zwischen den Beinen hat. Und dort ist es noch sehr gut aufgegangen. Er war dann mit den Knien sehr schnell zusammen gewesen, ja. Und dann war dort die Scheibe blockiert gewesen. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass er da einfach ein Mühe, dass er entweder dort ein bisschen langsamer geworden ist oder die Spieler sind ein bisschen schneller bei den Tricks und sind jetzt auch darauf eingestellt. Sie probieren das. Jetzt liegt es an ihm, wieder zu adaptieren und dort noch ein bisschen schneller zu sein. Wir wollen noch ein Team reinholen von dem Match, das heute in Extremis entschieden wurde. Der Antti Törmännen ist bei Oliver Franzen vorbei. Antti Törmännen, that was a very tight game tonight. What do you think made the difference in the end? Well, of course, the penalty shots make the difference in the end. So I think Klotten was really ready for the game and they really played well in the first period. We got the power play, we couldn't capitalize it. Second one was really strong from our side. Maybe we were a little bit happy to get to the 2-on-2 situation and then a couple of unnecessary penalties. But it was really tight and both teams could win. Now they won it. Now that was your second game back in Switzerland, coaching here in Switzerland. Any feelings about coaching in Switzerland? Any differences you realize maybe to the last time? I think it's pretty much the same. It's a great atmosphere in the rink here and in Tissot Arena so far. And it's a tight game, so you really have to battle. And lots of good players, and it's nice to be back here. For yourself, your coaching tonight, do you think it was difficult to coach or you felt comfortable? I felt comfortable. Of course, every day is a different in a game. So first period, I was, of course, frustrated. We didn't get it going as good as we wanted. But the second one, we really were strong and kind of a game and a very good example of what we can do. But that's hockey. Thank you very much. Thanks. That's Hockey, die kurze Zusammenfassung vom Interview mit dem Antti Törmännen. Nein, natürlich hat er noch viel mehr gesagt. Er hat über den Frust geredet nach dem ersten Drittel. Er ist stolz auf seine Mannschaft, wie sie hat können reagieren konnte. Darauf aber, dass sie sich den Zusatzpunkt im Penaltyschiessen hat können reinholen. Wir wollen uns die Übersicht vom heutigen Spieltag ganz kurz anschauen. 5 Matches waren sie in der National League. Ambri Bern, unser Live-Spiel auf MySports 1. 3-4 nach Verlängerung. Lugano, Fribourg-Gottéron, klare Geschichte. Tigers, ZSC Lions 2-1. Kloten, Biel, Gragsee 3-2 nach Penaltyschüssen. Und Davos verliert die Heime gegen Lausanne 2-5. Wenn wir rübergehen auf die Tabelle, dann müssen wir uns eigentlich da ein bisschen auf die Strichsituation konzentrieren.
Markus ist unglaublich. Ja, ich sehe da 4 Punkte Unterschied zwischen dem 7., zwischen dem 6. und dem 10. Und das ist natürlich enorm eng. Und für die Teams ja, zählt jetzt jeder Punkt in den restlichen Runden. Bedeutet aber auch, jedes Team spielt gegen die. Also es ist für alle enorm hart. Und wie du vorher schon gesagt hast, die Liga ist so ausgeglichen. Einmal mehr dieses Jahr und fast noch extremer jetzt in diesem Jahr. Das wird ein riesen Kampf werden jetzt am Schluss noch. Ja, das ist gut für uns natürlich. Es ist mega spannend, oder? Und kein Team kann sich erlauben, zu viel verlieren. Und dann haben wir Teams, die zwar ein bisschen abgeschlagen sind, mit Ambri, der noch dran ist, Kloten zwar nicht mehr so, aber trotzdem bringen die ihre Leistungen eigentlich fast jeden Abend und können auch jedes Spiel gewinnen. Das macht es noch einmal spannend. Also, ich glaube, wir haben noch viel zu diskutieren in Zukunft. Das glaube ich. Der Christian Martin war heute Abend bei uns mit der eingeschienenen Hand. Es dauert noch ein Moment, ein Geduldsspiel für dich. Das Gute wäre jetzt eigentlich, morgen ist Weihnachtsessen bei der ZSC Lens, aber jetzt ist wahrscheinlich einfach die Stimmung ein bisschen am Ah. Ja, ich weiß nicht, wie findet es aus morgen, aber ich glaube eben, das sind so Punkte, eben, wo wir auch eben das muss man eigentlich holen, die Punkte. Ich wollte nicht sagen, dass Langnau oder sagen wir jetzt das Ambri, wo wir 4-0 einmal verloren haben, dass das einfache Gegner sind, überhaupt nicht. Aber eben, wir haben die Erwartungshaltung, dass wir vorne mitspielen wollen, dass wir Top 2 sein wollen und dass wir sozusagen die Liga wie dominieren, oder wenn ich das so sagen darf. Aber dann muss man einfach auch so ein Spiel gewinnen. Aber eben, ich glaube, wie wir es jetzt gerade gesagt haben, es ist ausgeglichen. Wir haben jetzt doch ein paar Punkte liegen lassen gegen Langnau. Und das muss man anschauen und ändern. Und ja, finden wir es raus. Also zwei sind morgen eingeladen hier im Studio als Weihnachtsessen von der ZSC Lions. Der Marco Bührer und ich nicht. Wir wünschen allen weiterhin ein schönes Wochenende. Danke vielmals, Christian, dass du heute unser Gast gewesen bist. Merci Marco Bührer, danke vielmals Michael Liniger. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für euch gibt es wie immer alle Goal auf mysports.ch zum nochmal nachschauen. Plus natürlich noch gerne den Hinweis auf morgen. Morgen ist ein National League Spiel und zwar spielt Biel gegen Amber. An diesem Match zeigen wir euch natürlich wie immer hier bei uns am Sender. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Abend. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis gleich.